Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja nun gar kein Mai-Favoriten-Lieblingsprodukte-Video gemacht und jetzt haben wir schon fast Mitte Juni. Naja, nee, Anfang Juni. Und da habe ich heute Morgen im Bad geschaut, dachte mir, nee, so ein paar Sachen, die stelle ich euch doch nochmal in einem kurzen Video vor. Völlig unspektakulär, also ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es sind ausschließlich Drogerieprodukte. Beginnen wir mit einem Duschgel. Das ist dieses Balea Kokos Ananas Limited Edition Summer. Es ist genial. Ihr wisst, ich bin ein Freund von L'Occitane und ich hatte das mal zum Test so mitgenommen. Ich sagte dir ja schon, das ist Pina Colada ohne Alkohol auf der Haut. Es ist der Duft der Karibik, Kokos, Ananas. Ja, ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich finde den Duft einfach klasse. Es gibt wahrscheinlich Leute, die nicht mögen, wie das so ist. Ich mag auch bestimmte Düfte nicht, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Sommerduft und das ist mein Favorit jetzt im Sommer. Absolut. Dann, womit mache ich denn jetzt weiter? Das ist echt nicht viel. Gut, dieses Hydra Genius von L'Oreal. Aloe Water mit Hyaluronsäure. Ihr seht, ich habe schon schön benutzt. Ich benutze das abends nur wie so ein Serum auf dem Gesicht und Hals und Dekolleté. Und am Tage eben unter der feuchtigkeitsspendenden Tagespflege, auch von L'Oreal, diese 24 Stunden sensitiv. Und ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass diese Creme für 2,95, dass die unter anderem auch einen Lichtschutzfaktor hat. Und das ist natürlich genial, da muss man nicht extra noch einen Sonnenschutz aufgeben. Und das ist ja wichtig im Alter, aber das stelle ich vielleicht nochmal extra vor. Also, super, super Produkt hier. Da bin ich sehr happy mit. Das habe ich, wie gesagt, neu für mich entdeckt. Und habe auch bisher nur positives Feedback von euch bekommen. Ihr fandet das, also ihr habt das, also diejenigen, die es probiert haben, die waren nicht enttäuscht. Und man war doch mehr enttäuscht von diesem, na, wie hieß es nochmal, von diesem Alverde Aloe Water. So, wir haben es ja noch warm. Es soll sich ja jetzt ein bisschen abkühlen, pünktlich zur Fußball-WM. Ist ja auch ganz gut, das kriegen die alle einen Hitzekoller, ne? Die stehen dann da, die Leute, dicht gedrängt in der Hitze und trinken vielleicht noch ein Bier und fallen reihenweise um. Insofern ist es schon besser, dass es so ein paar Grad sich runterschraubt. Dennoch, wir hatten ja jetzt und in manchen Teilen Deutschlands ist es ja auch noch dieses, ich habe es gerade aus dem Kühlschrank geholt, deswegen ist es ein bisschen, es rutscht ein bisschen, ein Balea Wasserspray. Das gibt es auch mit Kokos und allen möglichen anderen Duftrichtungen. Ich habe das ganz pure Normale genommen, was ich wusste gar nicht, jetzt fange ich auch noch an zu stottern, dass das zur Make-up-Fixierung auch gedacht hat. Also ich finde, es ist erfrischend für zwischendurch bei der Arbeit, beim Sport generell, sich irgendwie mal zu erfrischen. Gut, man hat jetzt nicht den Kühlschrank dabei, ne? Aber man ist ja auch zu Hause oder kann im Büro vielleicht dieses Fläschchen in den Kühlschrank stellen. Das ist eine tolle Erfindung, so ein Wasserspray auf den Markt zu bringen. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon gibt. Ich hatte das vor zig Jahren von Caudalie, dachte, wie genial ist das denn? Und ich glaube, Vichy und andere Firmen hatten das auch. Und klar, dann ziehen sie dann alle nach, ist ja auch völlig legitim. Kostet einen Euro oder so. Also Balea, das ist wieder sehr schön aufgebaut in den Drogeriemärkten bei DM. Tolle Sommerstände mit den Produkten, besonders für die Füße. Da könnte ich eigentlich auch mal ein Video zu machen. Füße, ne? Wenn ihr Bock habt, macht mal diesen oder diesen. Apropos Füße, ne? Diesen Fußschaum von Balea, Minze, Wassermelone, also schütteln und wirklich nur ganz sanft da drauf drücken auf dieses Ding, weil da kommt sofort so ein Schwall raus und das reicht eigentlich für beide Füßchen. Danach zieht ihr einfach ein paar Flipflops an und wartet, bis ihr in euer normales Schuhwerk geht. Sehr pflegend, ohne so rückfettend zu sein. Aber dennoch müsst ihr im Moment warten, finde ich. Man muss ein bisschen warten, bevor man jetzt in den Ballerina geht oder sonst wird diese Sohle so ein bisschen, weil das ist ja ein Schaum, der ist auch so ein bisschen feucht und der muss ja erstmal einziehen. Das sind wirklich schöne Produkte, die hatte ich letztes Jahr noch nicht.
Die habe ich jetzt entdeckt für mich. Und ich dachte mir, so, das teilst du mal deiner Community mit. Ihr seid ja sowieso ganz lovely. Und ich finde es immer toll in den Kommentaren, vieles kennt ihr ja schon und wisst ihr. Ne? Und ihr seid ja auch ziemlich tough alle, ne? Und ziemlich modern. Und ihr gebt mir auch Tipps, was ich richtig klasse finde. Ich meine, ich kann ja auch nicht alles kennen. Ne? Ich will auch gar nicht alles kennen. Aber ich kriege doch den ein oder anderen wertvollen Tipps von euch. Und das finde ich super. Ich danke euch dafür. Gut, was noch? Ja, ich finde, ohne solche Blotting Paper, Oil-Free Tücher geht diesen Sommer nichts. Wie heißen die? Ready, Steady, Summer. Das sind jetzt die Preiswerten von Essence. Ich benutze die, bevor ich meine normale, diese Mineral Foundation auftrage. Weil man macht ja eine Feuchtigkeitscreme, also das Serum drauf und eine Feuchtigkeitscreme und dann glänzt die Haut. Und so lange kann man ja gar nicht warten, es ist draußen warm und glänzt. Und dann benutze ich erstmal diese Tücher, diese Paper, um mein Gesicht zu mattieren. Das ist ja so, mit Puder sind die ja leicht versehen, so solche, wie so Pergament ganz feines. Was ich sehr schön finde bei Essence, das war zum Beispiel von NYX nicht. Da war das so ein Briefumschlag, konnte man das aufmachen und dann hatte man immer zwei in der Hand. Dass das hier sehr schön, wie sagt man das, also portioniert ist. Dass man das einfach rauszieht und dann gebt ihr das auf euer Gesicht auf. Ne? Und dann könnt ihr anfangen mit eurem Make-up. Also die, finde ich, gehören in jede Handtasche oder in jedes Bad. Jede Frau sollte solche Tücher haben. Und deswegen ist das ein absoluter Sommerfavorit meinerseits. Dann habe ich jetzt noch vier Favoriten hier. Die zeige ich euch jetzt noch. Das ist drei Stück von L'Oreal und einmal Manhattan. Ich habe mir diesen Calcium-Lack von Manhattan erwählt. Ich finde den sehr schön, den mag ich sehr gerne. Den trage ich entweder nur, wie jetzt, so klar, oder bevor ich jetzt einen dunkleren Nagellack auftrage. Dann habe ich noch, das ist ein Produkt vom letzten Jahr, habe ich immer noch, das kriegt man ja gar nicht aufgebraucht. Also wie denn? Und ich benutze es relativ häufig und mische das unter das Make-up. Habe ich heute nur drauf, diesen Highlighter Rosy Glow, also Perfect Match Highlighter Rosy Glow. Das ist, ich mache ihn gleich mal auf dem Handrücken auf, das ist so ein Rosé Gold 210N. Finde ich, reicht völlig aus. Man hat ein Rouge und ein Highlighter in einem. Und es ist ein Produkt, ich trage es jetzt mal auf, seht ihr das? Genau, das nehmt ihr so raus, seht ihr? Ist sehr schön kühl und das habt ihr dann, so sieht das aus, auf euren Wangen. Es ist ein rosy Goldton. Das ist dann eine Schicht, da müsst ihr nicht ein Rouge und ein Highlighter, das ist dann in einem Rutsch, habt ihr das auf dem Gesicht und wie gesagt, bei der Wärme verrutscht nichts, zerfließt nichts. Allen Freundinnen, denen ich das empfohlen habe, sind happy damit und den gibt es auch noch zu kaufen, also in der Drogerie oder bei L'Oreal oder bei Amazon. Guck doch mal, was das für eine geniale Farbe ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, ne? Die ist also zum Verlieben. Das kriegt man gar nicht so hin mit einem, also. Naja, ihr kennt mich ja, wenn ich von was begeistert bin. Also ich finde das fantastisch. So. Und zwei neue Lippenstifte von der Firma L'Oreal. Rich Shine. Einmal die Farbe, okay, 642 und einmal 247. Und die trage ich jetzt sofort auf. Das eine ist dieser Nudist. Das ist der Nudist. Der Nudist. Und ich muss die in den Kühlschrank machen. Die werden, obwohl in meinem
Arbeitsschminkzimmer ist das nicht, also scheint nicht die Sonne rein, trotzdem ist es zu warm. Und das ist diese Farbe, die hatte ich auch schon mal vorgestellt, diese tolle orangene Farbe. Orangene Farbe. Diese absolute Sommerfarbe. Peachy. Den habe ich übrigens auch drauf. So, das waren jetzt meine Favoriten, die ich jetzt gerne benutze. Ausschließlich Drogerieprodukte, mal kein Bobbi Brown, mal kein High End. Aber da kommt noch was. Ich habe nämlich die neue Beige-Palette von Chanel geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Die muss ich euch vorstellen. Eigentlich ist sie unspektakulär, aber es ist Chanel, ne? Sieht toll aus. Aber die Farben sind ja irgendwie alle, wir können ja das Rad nicht neu erfinden, irgendwo sind die Farben ja alle gleich. Es kommt ja auf die Textur an und... Okay, Schluss jetzt, aus. Noch eine Frage. Ich habe eine befreundete Buchhändlerin und die hat mir jetzt am Wochenende so einen Stapel... Wie soll ich das ausdrücken? So Frauenliteratur gegeben. So Gabi Hauptmann... Und so weiter, ne? Und auch so wie bei Bare Beauty, so, also sowas in der Art, also so leichte Lektüre für den Sommer. Also was man super in den Ferien im Strandkorb auf der Wiese im Bett so lesen kann. Liebe, Herzschmerz, tralala und trulala. Und sie hat gesagt, Mensch, guck da mal da durch, wie du die findest und gib mir mal ein Feedback. Wir wollen da mal so einen speziellen Mädels-Leseabend machen. Aber das hat ja jetzt mit euch nichts zu tun. Meine Frage war, oder ist die, habt ihr Interesse daran, dass ich diese Bücher vorstelle? Also ich werde nicht aus diesen Büchern lesen, weil das darf ich nicht. Das sind Urheberrechte, also das sind, ne, ich kann lediglich dieses Buch empfehlen, also Namen des Autors und wie das Buch sich nennt, aber ich kann jetzt nichts daraus vorlesen. Wenn da Interesse besteht und ihr vielleicht, also das ist jetzt keine, wollte ich nur sagen, hochtrabende Literatur, aber ich, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich ziehe den Hut vor den Frauen, die solche kurzweiligen, was ich ja auch tue, so kurzweilige Geschichten schreiben, weil das ist richtig schwierig, Geschichten zu schreiben, wo sich Leute wiederfinden, wo sie sich in diesen Bann gezogen fühlen und das miterleben, dass sie das aufsaugen, dass sie das sehen, riechen, fühlen, was da beschrieben wird und nicht diese komplizierten, verkopften, es gibt natürlich wunderbare, die ganzen Preisträger der Literaturszene, ne, die sagen natürlich, naja, also das ist ja Trash-Literatur. Ich liebe Trash-Literatur. Ich liebe jetzt nicht unbedingt Trash-Fernsehen, aber solche Literatur, das ist für mich auch Literatur, absolut, was soll man denn sonst dazu sagen? Diese Frauenliteratur, ich finde die richtig, ich finde das schön, ich finde das kurzweilig, man beamt sich kurz in eine andere Welt zurück und es gibt wahnsinnig viele junge Frauen, die das machen, ja? Weltweit, egal aus welchen Ländern die kommen, die in den 30ern, 40ern sind, die tolle Geschichten schreiben. Also ich werde mich mal über diese Bücher hermachen und wenn ihr Bock habt darauf, dass ich euch die vorstelle, also Titel, Autor, dann, na, dann sagt da Bescheid in den Kommentaren und ansonsten nicht. So, ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag, seid besonders gut zu euch und ich freue mich, dass ihr dabei wart und tschüss.